So, das neue Update ist seit gestern da und damit auch der Lava-Modus. Gestern gab es den in Duos, jetzt gibt es den in Solo. Also ja, ich habe den gestern schon ein bisschen in Duos gespielt. Ist auf jeden Fall einer der geilsten, wenn nicht der geilste Modus bis jetzt. Dann hier ist erstmal der neue Shop. Es gibt zwei neue Skins. Mal den hier und die hier. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten im Shop meinen Creator-Code angeben würdet. ArianFN und dann ganz einfach bestätigen. Los geht's. So, ich werde jetzt aber mehr auf Kills gehen als auf Überleben. Also ich lande direkt hier in Retail. Und das Licht sieht auch schon komplett anders aus. Es ist irgendwie viel heller. Keine Ahnung, die Farben sind auf jeden Fall komplett anders. Das Lava ist erst hier überall. Und es wird sich dann immer weiter ausbreiten, beziehungsweise es wird immer weiter hochsteigen. So. Nice, schon mal Schild. Nein, ich habe gerade ein Biggie getrunken. Jetzt liegen da Minis. Ah, hier ist einer. Alter, habe ich veraimt am Anfang. Wie viele Minis liegen hier? So, hier sind auf jeden Fall noch zwei Kisten. Hä, schon wieder Minis? Und man bekommt pro Sekunde Metz dazu. Aber da sind erstmal Gegner. Okay. Okay, die Lava steigt jetzt gerade. Stand da. Nice. Also der höchste Punkt ist hier Polar Peak und der Vulkan, glaube ich. Oder hier der Berg. Ja, mal gucken. Aber irgendwie sehe ich nirgendwo Gegner. Oh, hier ist ein Lama. Ah, der hat es auch gesehen. Oder auch nicht. Hä? Hat der gerade nicht das Lama gesehen? Egal, sonst ist meins. So, oh, die Giftfallen. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Wie? Okay, das war jetzt nicht mit Absicht. Oh ja, da sieht man, wie die Lava steigt. Okay. Oh, ich sollte, glaube ich, mal lieber schnell in die Zone gehen. Was? Was? Warte, was mache ich jetzt? Hier ist noch irgendwo einer. Hey, ist da gerade jemand... Alter. Oh fuck, die Zone. Nein, was mache ich jetzt? Hängegleiter oder Jump Hit?
Ah, ich bekomme ja eh pro Sekunde Metz. Stimmt. Okay. Also wenn man das Lava berührt, bekommt man glaube ich 30 Schaden pro Berührung. Ich bin mir nicht sicher. Aber hier ist auf jeden Fall jemand. Oder will, glaube ich, einer runterschießen. So, hat er ein paar mehr Hängegleiter? Okay, 10. Nice. Alter, der Modus ist so geil. Das kommt mir vor wie ein anderes Spiel. So, unten habe ich noch Loot gesehen auf jeden Fall. Oh, ich glaube, der Loot ist jetzt in der Lava. Ah, da ist doch jemand. 10 Schaden habe ich ihm gegeben. Eliminiert? Ja, was hat der denn gemacht? Hä, warum bekommt er keinen Schaden? Komm, ich push den mal. Oh, Rifts. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich muss irgendwas liegen lassen, oder? Ich kann eigentlich, wenn ich weiß, wo die nächste Zone ist, das Rift benutzen. Also eigentlich kann ich noch kurz chillen. Alter, was ist das hier? Ach so, die Lava steigt ja auch noch. Ich muss... Oh. Voll vergessen. Okay, ich gehe mal Richtung Polarpeakberg. Da werden wahrscheinlich welche sein. Ja, soll ich mein Jump-Hit benutzen? Ich weiß nicht. Oh, das war schon Limit. Ja, der will da ganz hochkommen. Ich push ihn jetzt einfach. Mann. Alter, wie nervig kann man sein? Ah, der checkt gar nichts. Was hat der gemacht? Nein! Ja, eigentlich ist die AK hier besser.
Was? Hier ist noch ein Rift? Perfekt. Ja, komm, ich land bei denen. Oh mein Gott. Zwei Rifts, okay. Nein. Was hat der jetzt gemacht? Okay. Geile Runde auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr den Modus findet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.